Dankeschön. Dankeschön, Herr Minister, für die Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine 8 Thesen. Erstens, damit Deutschland den Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen kann, muss auch die bayerische Energieversorgung bis 2050 klimaneutral werden. Dafür sind große Anstrengungen der Energieeffizienz und einfach ein massiver Umbau der Versorgungsstrukturen in den Bereichen Strom, Wärme, Verkehr und Industrie notwendig. Fossile Energie wird es dann weder in Kraftwerken noch in Heizungen noch in Fahrzeugen geben. Ja. Viele sagen dann immer in Bayern, was ist unser Beitrag, was können wir da leisten, was macht China, was macht Indien, aber in Wahrheit ist es so, was die anderen machen, haben wir nicht in der Hand. Was wir machen, haben wir auf alle Fälle selber in der Hand. Und für das sind wir auch verantwortlich. Und unser Beitrag ist damit auch unsere Verantwortung für die Schöpfung, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Zweitens, die Energiewende wird die Energieversorgung wieder oberirdisch machen. Über Jahrtausende haben wir uns von Biomasse, Holz, Solar, Windkraft versorgt. Jetzt haben wir ein kurzes fossiles Zeitalter, wo die Energieversorgung unterirdisch ist, aber langfristig ist aufgrund von Klimaschutz und Ressourcenknappheit die Energieversorgung wieder oberirdisch und damit sichtbar. Der Energiebedarf in Wärme und Verkehr sinkt eben durch die Elektrifizierung über Wärmepumpen und Elektromobilität. Die energieintensive Industrie braucht auch Strom, gerade auch für Power-to-X. Und darüber kann sie dann auch klimaneutral werden. Das heißt, überall brauchen wir Strom. Strom, Wärme, Verkehr, Industrie. Deswegen wird der Stromsektor zum Nukleus. Und die gute Nachricht ist drittens, dass Bayern genügend Potenzial an erneuerbaren Energien hat, um sich selber zu versorgen. Wind- und Solarstrom sind die kostengünstigsten erneuerbaren Energiequellen, die wir haben und auch mit dem größten technischen Potenzial ausgestattet sind und mit dem geringsten Flächenverbrauch. Das bedeutet, das den Atomstrom zu ersetzen in Bayern. Was bräuchten wir da für Fläche? In Grün die Biogasanlagen, nicht gerade realistisch, weil wir dann die ganze bayerische landwirtschaftliche Nutzfläche bräuchten. Bei der Photovoltaik bräuchten wir 2% der Landesfläche, bei der Windkraft 1% der Landesfläche, um den Atomstrom bilanziell zu ersetzen. Ja? Dabei habe ich auch relativ konservativ gerechnet, dass eine Windkraftanlage 10 Hektar braucht, was sie eigentlich nicht. Das heißt also, die Potenziale sind sehr groß. Da gibt es unterschiedliche Studien, wie schon angeklungen. Aber jetzt eine ganz aktuelle vom KIT und Fraunhofer zeigt, dass in Bayern alleine auf Dächern das Solarpotenzial mit 200 Terawattstunden sehr, sehr groß ist. Davon ist nur ein Bruchteil genutzt. Bei Wind mit 1000 Meter Abstand, ebenfalls auf 2% der Landesfläche, ungefähr so viel Strom, wie wir in Bayern bilanziell brauchen, haben wir Potenzial. Und das Gute ist auch an der Stelle, dass einfach das auch die günstigsten Formen sind der Stromerzeugung. Ich mache jetzt privat auf meinem Dach für 6, 7 Cent Strom mit Photovoltaik. Wind bekommen wir auch für 5 bis 8 Cent in Bayern. Das ist im Vergleich zu allen anderen Erneuerbaren mit die günstigste Form. Und natürlich auch im Vergleich zu neuer Kohle, Gas oder Atomkraft ist das, die ist doppelt so teuer wie Wind und Sonne im Freistaat. Ja? Und das heißt auch für die Industrie, weil vorhin die Frage aufkam, woher kommen die Preissenkungen am Großhandelsmarkt in den letzten 8 Jahren ist es immer nach unten gegangen, hauptsächlich ein bisschen aus der günstigen Steinkohle, aber vorwiegend aus dem Ausbau von Wind und Sonne. Und deswegen heißt es, damit die Industriestrompreise konstant bleiben und wir günstigen Strom haben, ist eben auch der Ausbau von Wind- und Solarstrom in Bayern sehr wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit. Viertens, die bisherigen bayerischen Energieziele sind angesichts der Herausforderungen und Chancen viel zu niedrig angesetzt. Und eine Ursache für den hohen Bedarf an Stromimporten. Die Ziele für Wind werden bereits heute übererfüllt. Bayern sollte sich wesentlich höhere Ziele stecken und so lokale Ressourcen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Bayern für Bayern nutzen. Entsprechende Begrenzungen bei Wind, Sonne und Wasserkraft stehen diesem Nutzen für unser Land entgegen. Wir wissen alle, wir haben also eine Stromlücke von 25, 27 Terawattstunden, je nachdem, ob die Trasse kommt oder nicht. Wenn wir jetzt rein theoretisch das mit Solarstrom füllen, dann bräuchte man ungefähr 4-mal so viel Solarstrom, beim Wind 8-mal so viel. Das ist nicht ganz realistisch, deswegen sagen wir, wir bauen einfach den Wind weiter aus wie bisher. Heißt ungefähr 2 Windenergieanlagen pro Landkreis und Jahr. Dann wird man ungefähr die Windenergie verdoppeln in 10 Jahren und dann kann man den Rest noch mit Solarstrom in der Verdreifachung auffüllen. Natürlich auch Wasserkraft und Biomasse erschließen. Entsprechende Begrenzungen sind da hinderlich. Und da müssen wir einfach realistisch sein. Auf Bundesebene können wir wenig bewegen, aber auf Landesebene haben wir die Sachen in der Hand. Und gerade diese ganze Thematik 10H ist leider so, dass es ist faktisch falsch. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass die Windenergie hauptsächlich an den Ausschreibungen scheitert. Nein, ich brauche, bevor ich zur Ausschreibung komme, erstmal eine Fläche und eine Genehmigung. Und beides hängt an 10H. Und deswegen ist es berechtigt, dass eben die Streichung von 10H neben den Freien Wählern auch SPD, Grüne, ÖDP und halt auch der Arbeitskreis Energiewende der CSU
gefordert. Das ist natürlich auch zu Recht, weil CNH ist im Endeffekt der Bremsklotz für den Klimaschutz in Bayern und für die bayerische Wirtschaft. So, Strom alleine ist aber nicht. Wir brauchen Versorgungssicherheit, gesicherte Leistung. Und wenn wir jetzt national aus Atom und Kohle aussteigen, dann haben wir definitiv ein Thema mit der gesicherten Leistung. Die müssen wir aufbauen, auch in Bayern, um die Kapazitätslücke zu schließen. Und bei aller Deutlichkeit, eine Stromtrasse alleine bringt keine Versorgungssicherheit, wenn ich am Ende der Leitung kein Kraftwerk und keinen Speicher stehen habe. Wenn wir jetzt national über einen Atom- und Kohleausstieg reden, müssen wir national auch über einen Zubau an Gaskraft, also Kraft-Wärme-Kopplungen, Gaskraftwerke und Speicher reden. Und wenn wir es dann sinnvollerweise auch in Süddeutschland allokieren und entsprechend halt dann auch über Kapazitätsmärkte finanzieren, dann ist es interessant, wie viel das dann wirklich noch an Übertragungskapazitäten notwendig sind. Sie sind sinnvoll von einem wirtschaftlichen Standpunkt heraus, aber es ändert sich halt dann doch das Szenario. Die Sektorenkopplung wird dazu führen, dass wir halt auch Wind- und Solarstrom für die Elektromobilität, für die Wärmeversorgung nutzen. Das Ganze muss über die Digitalisierung vernetzt werden, damit die Jahreshöchstlast nicht ansteigt. Und halt auch, wie wir es im VDE erarbeitet haben, dass man lokal erzeugt, verbraucht, ausgleicht. Und das kann idealerweise über Regionalkraftwerke laufen, die halt auch entsprechend in Modellregionen gefördert werden sollen. Power to Gas ist schon angesprochen worden, ist ja auch mein Steckenpferd. Brauchen wir zur Erzeugung von grünem Gas für die Versorgungssicherheit. Sie haben es gezeigt, im Winter 4 Wochen ohne Wind und Sonne, da brauchen wir grünes Gas zur Überbrückung. Auf das fossile Gas können wir uns nicht verlassen. Wir brauchen Power-to-Gas in der Prozesswärme, das können wir nicht elektrisch machen. Im Verkehr für die Bereiche, wo Batterien nicht funktionieren oder Oberleitungen. Flug, Schiff, Schwerlast. Also ein Flieger oder ein Schiff mit der Oberleitung kann ich mir nicht vorstellen. In der Industrie brauchen wir es auch, weil Stahl, Chemie, Glas, diese ganzen Prozesse bekommen Sie nur über Wasserstoff, über Power-to-Gas, CO2-neutral. Sechstens, für jeden Euro soll maximaler Klimaschutz erreicht werden. Und da haben wir gerade in dem Bereich Wärme und Verkehr noch günstige Potenziale zu erschließen. Meinetwegen, also beispielsweise über Bauleitplanung und Förderprogramme, wenn man in der Bayerischen Bauordnung Gebäudestandards vorschreibt für einen Mindestanteil erneuerbarer Energien, solare Gewinne steigert über städtebauliche Optimierung und die Förderprogramme synchronisiert, das 10.000-Häuser-Programm erweitert Richtung Solarstrom, Batteriespeicher, mehr für gesicherte Leistung sorgt, Holz als Brennstoff für die regionale Wertschöpfung stärkt, dann haben wir hier einen großen Beitrag geleistet. In der Verkehrswende brauchen wir die Stärkung des ÖPNV und der Elektromobilität, Angebotsverbesserungen, alternative Antriebe. Ich bin heute auch wieder elektrisch gekommen mit der Bahn. Allein schon das Bayern-Ticket vor 9 Uhr gültig zu machen, wäre ein Riesenschritt. Ja. Bei der privaten Elektromobilität müssen wir die Ladeinfrastruktur steigern, verbessern, da sind wir in Bayern schon ganz gut dabei, aber gerade wenn es Richtung Schnellladung geht, müssen die Verteilnetze samt Speicher wirklich helfen. Überhaupt die Verteilnetze für die Aufnahme von Photovoltaik, Wind und Speicher stärken, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Siebtens, Märkte und Akzeptanz. Alles, was lokal bei uns in Bayern erzeugt und verbraucht wird, muss nicht transportiert oder gespeichert werden. Ja, ist ganz wichtig. Und da ist schon interessant, sich regionale Strommärkte anzuschauen, weil die den Bedarf an Stromimport und Export erheblich reduzieren und lokale Wertschöpfung erhöhen. Das ist in Deutschland nicht zugelassen, aber es gibt Studien, die zeigen, dass es interessant ist, sich das anzuschauen. Zweiter Punkt, das Land wird die Städte mitversorgen. Ja, wir werden, wenn wir auf dem Land wieder mehr regionale Wertschöpfung haben, auch wieder dem demografischen Wandel entgegnen. Und Investitionen in erneuerbare Energien vor Ort sichern Arbeitsplätze, eine Beteiligung der Bürgerschaft, Akzeptanz. Ja, wenn man neue Wind- und Solaranlagen aufbaut, ich weiß das selber, draußen, wie viel Gegenwind zum Wind kommt und zu Solar, dann haben wir die größte Akzeptanz, wenn die als Bürgerwindenergieanlagen und Bürgerenergieanlagen geplant werden. Und das wird meine These, die Akzeptanz einer regionalen, dezentralen Energieversorgung ist höher als einer nationalen, zentralen. Die Kosten sind dazu annähernd gleich, aber es muss uns auch klar sein, wenn wir uns komplett unabhängig machen und leistungs- und energieautark machen, dann ist es wesentlich teurer, als wenn man zentral und dezentral miteinander kombiniert. Deswegen auch bitte immer abwägen, Akzeptanz und Kosten miteinander abwägen. Die günstigste Lösung heißt nicht automatisch, dass die akzeptiert wird. Und es ist immer ein Und. Es ist ein Netze und Speicher, Erneuerbare und Kraftwerke. Nur damit schafft man quasi das Ziel einer stabilen, klimafreundlichen, bezahlbaren Versorgung. Dann müssen wir natürlich auch noch die Kommunikation und Koordination verbessern. Die Landesagentur soll informieren, beraten, Umsetzung vor Ort stärken, Kommunen unterstützen, Energieagenturen stützen und auch im Think Tank für die Energiezukunft Bayerns unter Einbindung aller Akteure darstellen. Und eine Sache noch als Hochschulprofessor, wir müssen den Studierenden wieder mehr Mut machen. Meine letzte These,
Kein Klimaschutz führt zur Zerstörung von Lebensräumen, Lebensgrundlagen und geopolitischen Verwerfungen weltweit und auch in Bayern. Und das kommt uns alles wesentlich teurer als alle Maßnahmen, die wir zur Energiewende ergreifen und auch zur Erfüllung der Pariser Klimaziele ergreifen. Und mit diesen Argumenten müssen wir sachlich für Akzeptanz werben. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Minister, mein Fazit von heute bisher ist, was ich höre und was Konsens erscheint, so dezentral, regional wie möglich und so zentral wie nötig. Und wir sollten, wenn wir einen Dienst am Ministerium und am Minister erweisen möchten, die Optionen, die wir auf dem Tisch haben, immer aus vier Seiten bewerten. Technisch, was ist machbar? Zweitens, was kostet es? Was haben wir für Preise? Drittens, CO2, Umweltfaktoren. Und viertens, die gesellschaftliche Akzeptanz. Also das sind die vier Dimensionen, nicht bloß des energiewirtschaftlichen Dreiecks, sondern auch die Akzeptanz. Und weil ich in der Pause darauf angesprochen wird, Option Trasse, sind Sie Trassengegner? Da habe ich gesagt, liebe Freunde, 2014, als der Seehofer verkündet hat, wir brauchen keine Trasse, habe ich die Trassen vehement verteidigt, zusammen mit Herrn Ceres von der Bundesnetzagentur und Amprion. Weil ich sage, das ist eine technische Option, die ist wirtschaftlich, die ist sinnvoll, die kann einen günstigen Windstrom aus der Nordsee zu uns bringen für die bayerische Wirtschaft, die kann unsere Solarenergie wieder exportieren im Sommer, wenn wir zu viel haben. Aber ich muss das halt auch aus der Dimension CO2 bewerten. Und wenn da Kohle drüber geht, dann ist natürlich nicht so sinnvoll. Also muss ich mich eigentlich aus Bayern heraus für CO2-Bepreisung europaweit einsetzen. Und dann die andere Dimension der gesellschaftlichen Akzeptanz. Da muss ich natürlich auch die Leute im Endeffekt informieren, mitnehmen, aufklären, erklären, transparent, frei von Ängsten. Ja? Die Frage der Akzeptanz, weil ich immer wieder gefragt werde, als Power-to-Gas-Vater, wir könnten doch alles über die Gasnetze machen. Ja, das geht, weil wir haben auf dem Gasnetz viermal mehr Gigawatt, 75 Gigawatt von Nord nach Süd, als wir auf dem Stromnetz. Aber es wird halt im Norden wieder dreimal so viele Windräder brauchen, wegen der Effizienz. Ja? Das ist auch wieder eine Sache. Und in Bayern selber müssen wir einfach schauen, was findet mehr Akzeptanz? 3000 neue Windräder oder eine Leitung? Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß mit meinem gesunden Menschenverstand, auf gut Bayerisch, irgendein Dorf müssen wir sterben. Also ohne geht's nicht. Und ich bin immer für ein Und statt ein Oder. Netze und Speicher, erneuerbare und Kraftwerke statt oder Elektromobilität und Power-to-Gas-Kraftstoffe, Wärmepumpen und KWK. Und wir sollten uns mehr an den Chancen orientieren als wie an den begrenzenden Faktoren. Das heißt, wir sollten die Wind- und Solar- und die Wasserkraft bei uns vor Ort nutzen und nicht bloß darauf konzentrieren, was alles nicht geht. Ja? Das wäre so, wie wenn Sie einen Goldboden haben in Bayern, aber Sie sagen, ich baue nichts an. Wir sollten das nutzen, was da ist für unsere regionale Wertschöpfung und mit allen Akteuren diskutieren. Aber nur im Dialog wird das funktionieren. Und deswegen mein Fazit an der Stelle, dezentral und zentral, so regional wie möglich, so zentral wie nötig, wenn wir uns darauf einigen können und die Optionen aus den vier Dimensionen, technische Machbarkeit, CO2, Euros und Akzeptanz bewerten und die im Minister auf den Tisch legen, dann kann man gut entscheiden und eine gute Zukunft für Bayern schaffen. Vielen Dank.